Also ich finde die Bahn geil. Oh, Alter! Gut, so ein bisschen ist das schon fies. Alter, ist diese Bahn krank. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rollercoaster Tycoon 3. Heute mit Szenario 9, Revolverheld. Und ja, Beschreibung ist folgt. Und so. Als erstes ist hier ganz wichtig. Dass dieser Nonstop-Zug. Ja doch, der kann eigentlich so bleiben. Kenngeschwindigkeit muss halt hochgestellt werden. Das sage ich alles. Das Ding funktioniert soweit eigentlich ganz in Ordnung. Gut, man muss natürlich sagen. Klar. Warte. Moment, das muss ich mal ausprobieren. Braucht man hier wirklich eine Kette? Fahr mal los hier. Wieso ist hier eine Kette? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Easy going. Dann erweitern wir noch die Station um einen. Als vier Wägen rein. Gehen aus dem Baumodus raus. Schalten das Ding wieder auf grün. Dann passt das auch. Ja. Das ist das erste, was man machen muss. Das zweite, was man beachten muss, ist, dass wir hier ein Steakhouse haben. Wir haben natürlich wieder nichts gemacht. Wir sind hier im Wilden Westen. Kann man auch mal die Preise etwas höher stellen. Beim Indianerkopfschmuck gehen wir mal auf 3 Euro hoch. Das passt auch. Ist wieder ein Western-Team im Park. Wer es noch nicht gemerkt hat, sollte eigentlich. Okay, gut. Das kann man auch mal auf 1,50 stellen. Das verhöhen noch ein bisschen. Und hier. Ja, das sind, glaube ich, die Standardpreise. Die alten zumindest. Als die Schirme noch nicht so eingestellt waren, dass sie Verlust bringen. Ich glaube, das müsste jetzt alles an Attraktionen gewesen sein. Es liegt einiges an Müll rum. Wir brauchen auch auf jeden erstmal eine Reinigungsfachkraft. Die natürlich auch wieder voll ausgebildet wird. Dann auch gleich eine Mechaniker, der auf jeden auch gleich voll ausgebildet wird. Perfekt. Die denkt nach. Kann ja mal passieren. Was brauchen wir noch? Ah lol, da vorne sind ja noch mal ein paar Stände. Oh je. So. Ja, eine kleine Bombentüte kostet immer so. 1,30. 1,40. Und 1,70 ist es dann, oder? Ah, ne. 1,60 und 1,90 ist die Steigerung. So, dafür dürfen sie halt auch frei wählen. Die Preise sind bei mir halt immer etwas teurer. Aber. So, das Bier kommt mal auf 1,70 und der Rest auf 1,50. Weil Bier ist Alkohol und Alkohol ist höher besteuert. Muss man natürlich auch bedenken. Oh Mann. Burger. So.
Das passt jetzt auch. Das sind Waschbärhüte. Die kosten auch mal 3 Euro. Es ist zwar 100% synthetisches Waschbärfell, aber muss natürlich auch was kosten hier. Natürlich kann man in einem Western-Themenpark auch Western-Themen-Attraktionen bauen, das ist ja ganz klar. Zum Beispiel ein Buffalo-Karussell, das Eintritt 1,50 kostet. Ja, Eintrittspreis ist mal wieder hier 0. Budget, der Klassiker. Der klassische Rollercoaster-Tag und 3 Themenpark. Was heißt hier Themenpark? Nicht Themenpark, aber halt. Na, wir zahlen für jede Attraktion und verlangen dafür Geld. Weil wir sind Arschlöcher und wollen nicht in die Staatskasse. So. Dann brauchen wir noch. Gibt es schon das Westernrad? Ja, das Westernrad gibt es schon. Das ist sehr, sehr schön. Oh, warte. Das machen wir andersrum. Weil dann können wir hier auch gleich nochmal eine Warteschlange machen. Dann kann man mal für ein Riesenrad auch mal machen. Easy. So, haben wir hier schon mal sehr kompakt alles zugestellt. Also das schon gibt's schon, aber die TNT-Spirale noch nicht. Ja, das ist ja fast so, als wäre das hier so. Na. Okay, warte, kann ich die nicht auch irgendwo anders noch stellen? Wo sie etwas unprofessioneller wirkt. Hier so. Da so rein. Da so rein wäre schon cool. Oder wo? Warte, was muss ich denn so? Okay, irgendwie ist das verbuggt. Das ist natürlich toll. Dass das nicht funktioniert. Und ich finde das thematisch auch sehr schön, dass wir hier diesen Mini-Zug haben. Den man zwar nicht anschalten darf. Aber es passt sehr gut. Meiner Meinung nach. Es passt thematisch wunderbar rein. Das ganze Szenario-Gebiet. Das muss ich anders machen. Ich muss den Eingang so platzieren, dass ich eine Warteschlange bauen kann. Ich muss das wirklich so platzieren, sonst ist es echt ziemlich doof. Eigentlich. So. Aber das Ding da wollen. Alles klar. Sehr viele Leute mitfahren. Deswegen kann ich da auf die Eintrittspreise auf 3 hochstellen, das passt. Dafür dann warten auf. Warte mal, ich stelle einfach auf 4 hoch. Das machen wir auf 5 Euro. Machen wir dann 2 Runden. Und wenn das zu viel ist, dann stellen wir auf 2,50. Machen nur eine Runde. Das sollte aber hinhauen. Dann kommt noch ein Karussell, eine Karussellkette bauen. So, und da funktioniert es dann auch wieder mit diesem automatischen Terrain gleich. Machen wir einen Tamabok-Eingang hin. Stellen noch schnell auf Wildbest-Zaun, weil es ist uns echt doof. 36. Modus warten bis Volllast wäre zumindest recht nett. Name Kettenkarussell und Eintrittspreis 1,70 €. Ja, dann stellen wir hier noch einen Larry Lasso hin, damit wir diese Kachel genutzt haben. Und versorgen den ganzen Park mit Mülleimern. Vor allem da, wo die Stände sind, wie hier. Und da. Und dort. Hier kommt auch einer hin. Und da. Ich glaube, das reicht. Ne, das sind Informationen, die schmeißen die Schirme auch wieder. Da ist er. Oh, da war schon einer. La 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 la. Dann noch eine Minenarbeiterweglampe. Weil ist toll. Die passen thematisch viel schöner
rein als anderes. Alles klaro. So. Ja, das finde ich, sieht doch schon mal eigentlich ganz nett aus. Und man kann sich auch hier irgendwo Land kaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da vorne geht's und hier hinten geht's dann später auch mal. Nutzungsrechte habe ich nirgends. Passt. Auch nicht schlecht. Okay. Nächstes Punkt, Darlehen. Oh Gott, haben wir da viel. Reduzieren wir gleich am Anfang mal auf die Hälfte. Kann es sein, dass wir Darlehen zurückzahlen müssen? Ja. Klassiker. Auf, los geht's, los. Mal schauen, was hier passiert. Na bitte, hat sich kaum verändert. Die Betriebskosten dürften weniger sein jetzt. Ja, die zweite Kette. Hat sich schon bemerkbar gemacht, dass wir die zweite Kette weg haben. Den Nonstop-Zug stellen wir so mal auf 5er. Menschen sind drauf. Eine. Oh wow, lass mich raten, das ist der Parkinspektor. War's nicht mal. Gedanken, hier geht gar nichts. Sie bezahlen nicht so viel. Okay. Das heißt, sie wissen nicht zu schätzen, dass wir zwei Runden fahren. Danke. Jetzt bezahlen sie schon so viel. Ja gut, machen wir mal 360. Aber Rundenzahl bleibt bei 2. Wir wollen die Bahn ja auch gut auslasten. Da anscheinend so richtig funktioniert das mit den runden Zahlen nicht. Gut, aber das funktioniert schon mal. Okay, gut, die Parkbewertung sinkt weiter ins Unermessliche. Die werden dann übrigens irgendwo im Park abgesetzt. Ah, bevor ich es vergesse. So. Immer das gleiche. Immer vergesse ich diese blöde Forschung auszustellen. Okay, gut. Mindestlänge 2 Bahnen. 2 Achterbahnen fahren. Okay, na das können wir erreichen. Also eine haben wir da ja schon. Gut. Wir bauen nur eine zweite Achterbahn. Was haben wir denn da? Also bauen wir einfach mal einen Mini-Zug. Wohl kleine Bildwestbahnstrecke tut doch immer gut. Ich sollte aufhören, so seltsam zu reden. Wirklich. Ist doch eine Katastrophe. Ist das schlimm. Also ja, noch schade, wenn das mal keinen Sackbahnhof machen kann. Aber naja. Okay, wir bauen das doch gut. Lol. Die Minibahn ist standardmäßig eigentlich eine sehr einfache Bahn. Das ist keine wirkliche Achterbahn. Ich würde sagen, wir brauchen dann die. Okay, nee, dafür brauchen wir definitiv mehr Geld. Alles klar, wir brauchen mehr Geld. Wie schaut es denn finanziell aus? Machen wir im Monat guten Plus? Ja, wir machen im Monat durchaus guten Plus. Was ist dann unser Ziel? Erst Darlehen zurückbezahlen und dann Geld machen? Oder erst Geld machen und dann Darlehen zurückbezahlen? Um dann direkt möglichst alles auf einmal freizuschalten, was irgendwie auch wieder blöd wäre. Keine Ahnung. Eine ganz andere Frage. Habe ich denn hier überhaupt? Okay, nee, habe ich mir. Das Design habe ich noch nicht gespeichert. Alles klar, ich bin ein Volltrottel. Ich habe nämlich auch noch so ein richtig geiles Design für diese Bahn, aber naja. Eine Killerwahlschau im Wilden Westen. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay. Ja, man merkt vielleicht, ich habe eine sehr gute Laune heute.
Oh, ja, toll. Das ist dreimal genau der gleiche Scheiß. Ne, will die Mine was machen? Eine Strate, Achterbahn. Oh, da können wir vielleicht das hier machen. Das kostet auch nur 5000. Das passt eh ganz gut. Die ist sehr gut. Die werden wir auch noch in einem anderen Szenario brauchen. Das wäre allerdings erst. Das kommt viel später erst. Aber es ist cool. Ja, es ist wunderbar. Sag nichts dagegen. Es ist toll. Ich sollte echt mal aufhören, so bevor du reden. Aber ich mach's irgendwie nicht. Es gibt Goldnuggets. Ist das ein Keksladen? Ich glaube mal ja. Ah, ach so. Goldnuggets sind Bonbons. Alles klar. Rotbier. Ich sag dazu immer Rotbier, da war es also. Rootbier ist ja Wurzel. Also hier da hätten wir dann wieder das. Rootbier. So ein echter Klassiker. Können wir sagen, wir machen das ja auch mal. Also wir bauen hier einfach die komplette Fressmeile hin. Wie ich normalerweise eigentlich immer in Lokale einbaue. Also in Häuser. Was jetzt hier allerdings noch nicht. Alter, wie gut die Dinger besucht werden. Das ist ja abnormal. Es gibt ein richtig bescheuertes Design. Was ist das denn hier? Die Beschreibung würde mich interessieren. Strecke. Ah, nee, vor allem Stahlschienen, die alten Zugschienen nachgeahmt sind. Ja, ja. Ist schon toll. Oh Gott. Ich würde mal sagen, wir bauen das bescheuerte Design der Gigabahn, das es jemals gibt. Einfach nur, weil es geht. Also, wir brauchen hier den Büffelwagen. Wir müssen das auf 9 aufstocken. So. Nee, warte. Also gut, wir brauchen 9 Wägen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. 9 Büffelwagen. Easy going. Ah ne, warte mal hier, dann Kabelflüge. Und dann auf der anderen Seite. Jetzt dann auch wieder hoch. So, machen wir dann auch. Okay, ich habe keine Kohle mehr dafür. Das ist jetzt natürlich doof. Dann wollen wir so. Und sollte dann auf der anderen Seite wieder hochgehen. Allerdings brauche ich dafür noch ein Streckenteil. Dann muss ich die Rundenzahl anpassen und dann pendelt das so ein paar Minuten her. Das ist das lustigste Design, das ich für die Gigabahn tatsächlich kenne. So, wenn ich jetzt hier die Rundenzahl hochstelle, auf 3, okay, machen wir auf 5. Es passen ja richtig viel. Ach komm, scheiß da, wir machen auf 7. Bin echt gespannt, wie oft das jetzt hin und her fährt. Das ist so bescheuert. Dieses Bahndesign ist einfach so dumm, aber so geil. Oi. Niaun! Oh, warte, what? Warum geht das hier auf einmal geschwindigkeitstechnisch so ab?
Und man kann auch auf Abschuss stellen. Oh, warte, dann machen wir eine Abschussachterbahn raus. Nehmen wir das mal so. Okay, dann müsstest du die noch zwei Teile höher bauen. Alles klar. Auf 70 Meter. Schaffen wir das? So, jetzt bin ich gespannt. Also wenn das geht, dann wäre das echt cool. Okay, das geht noch oben raus. Easy. Warum? Na gut, man kann ja die Abschussgeschwindigkeit runterstellen. Schießen wir mal nur mit 95 ab. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Das könnte sich einpendeln. Nee, das geht nicht ganz. Wie würde denn? Ja, kein. Gut, das heißt, dann müssen wir noch einmal kurz Geld verdienen. Damit wir uns diesen Ding hier leisten können. Dann geht hier so richtig die Party ab. So. So eine Bahn ist schon teuer, aber dieses Design ist einfach nur göttlich. So, jetzt testen wir das Ding mal. Ui, 3, 4, 5, 6. Eben. Machen wir mal auf 8. Oder auf 10. Das ist so dumm. Ich glaube, das passt denn jetzt langsam mal. Also auf die Werte bin ich aber auch mal gespannt. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das mit der Fahrtstrecke passt. Gut, die Fahrtlänge haben wir. Alles klar. Gut. Dafür war das Ding jetzt ja auch erstmal gedacht. Kostet einfach mal 3,50. So. Nenn das Ding einfach Büffelwippe. Das ist so geil. Ja, warte, ist voll Last. Ja, aber machen, wenn das Ding wirklich voll ist. Beziehungsweise, ja. Immer.
Alter, das ist krank. Oh, ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Oh, scheiße, ist das fies. Also, ich finde die Bahn geil. Oh, Alter. Gut, so ein bisschen ist das schon fies. Alter, ist diese Bahn krank. Ah, scheiße. Ist ja mal so richtig assi, das Ding. Das Ding ist richtig assi. Boah. Go-Karts, das ist cool. Also eine Kartstrecke. Denke ich mal, passt die auch thematisch gut rein. Ich glaube, die können wir einfach hier hinbauen. Ich finde, Karts passen eigentlich in jeden Park irgendwie immer rein. Wir müssen halt bloß eine geeignete Stelle suchen, weil wir brauchen, die Teile brauchen ja doch Platz. Und lol, warum auch immer man hier nichts hinbauen kann an Station. Alles klar. Okay, verbuggtes Spiel ist buggy. So, ich glaube, es sind 5. Da können wir dann schon die 20 Wagen hinstellen, die wir haben. Wir haben eh nur maximal 20. Von dem her ist das eigentlich auch nicht schlimm. So. Oh, ich bin jetzt schon wieder pleite. Alles klar. Das ist ungünstig. Also eine Kartstrecke ist dann doch etwas teurer. Sagen, gehen wir schnell auf Darlehen. Bauen das Ding fertig.